hat alles, alles wohl gemacht. Aber wenn wir auf den Text sehen, dann sehen wir in den Himmelshöhen, aber eigentlich auch hier auf Erden, haben wir gerade gehört. Also alles auf Erden hat er wohl gemacht, aber er hat auch alles im Himmel wohl gemacht. Und so dürfen wir immer wieder in diese Bibelstellen hineinblicken, in alle Bibelstellen, die der Herr uns hier auf Erden gelassen hat. Wir wissen ja, wir haben die 10 Gebote durchgegangen und wir sind in diesen 10 Geboten, sind wir tief hineingeblickt. Wir haben tiefer hineingeschaut, was sie dir und mir sagen möchten. Was sie denn wirklich sind, was sind denn diese Gebote, wie werden wir eigentlich überführt von ihnen? Sie waren uns ein Wegbegleiter und wir haben gesehen viel, dass der Herr das alles genommen hat zu seiner Verherrlichung. In Römer, im Römer Kapitel 4, ab Vers 4, da steht drinne: Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Nach welcher Weise auch David sagt, dass die Seligkeit sei allein des Menschen, welchen Gott zugerechnet die Gerechtigkeit, ohne zu tun der Werke. Da er spricht, selig sind die, welche ihre Ungerechtigkeiten vergeben sind und welche ihre Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, welchem Gott die Sünde nicht zurechnet. So herrlich, denn wenn ich diese Gebote lese, dann werde ich überführt. Ich bin so überführt und so zerstört am Boden, dass ich merke, ich kann Gott nicht wohlgefällig leben. Wenn ich es aber will, aus den Werken gerecht werden, aus denen, die uns der Herr zeigt, nach denen wir leben, dann müssten, wenn wir danach gerecht werden wollen, dann werden wir auch danach gerichtet. Und danach sind wir alle verloren. Kein einziger Mensch hat es je geschafft, diese Gebote zu halten. Und das von Mutterleibe an. Von Jugend auf ist es tief in deinen Herzen. Aber trotzdem sind wir diese Gebote durchgegangen. Wir haben sie uns angeschaut und daher stellten wir uns ja die Frage, was wollen oder was können uns die Gebote noch in dieser Zeit sagen? Oder was ist denn deren Grund, dass Gott sie in dem Worte Gottes drinne gelassen hat? In 1. Timotheus 1, Vers 8, da sagt uns Paulus: Wir wissen aber, dass das Gebot gut ist, so ist jemand recht gebraucht. Also, das Gebot oder die Gebote, die Gesetze Gottes sind gut. Es ist sehr gut, dass sie da sind. Sehr gut. Und weiter in 1. Johannes, sagt Johannes, 1. Johannes 2, ab Vers 3, da heißt es: Und an dem merken wir, dass wir ihn kennen, so wir seine Gebote halten. Also das ist ja schon mal sehr komisch. Gerade eben haben wir noch gesagt, wir schaffen es nicht, es gibt keinen einzigen Menschen, der diese Gebote halten kann. Aber Johannes sagt, daran erkennt man dich erst, dass du ein Kind Gottes bist. Und erst daran weiß man von außen, dass du ein Kind Gottes bist, dass du ihm nachfolgst, Jesus nachfolgst, wenn du die Gebote hältst. Hältst du die Gebote? Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in solchen ist keine Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in solchen ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ja, das sind wahre Worte, doch wie verbinde ich das nun
mit dem Evangelium? Wie kann ich das jetzt zusammenfassen, weil das alles so durcheinander ist? Der eine schafft es, der andere schafft es nicht. Oder sagt, dass man das schaffen kann. Und der andere sagt, das geht überhaupt gar nicht. Was soll ich denn da jetzt machen? Paulus schreibt weiter. Er sagt an die Galater, jetzt könnte man sagen, okay, das ist vielleicht hier so ein Kampf zwischen Paulus und Johannes, ne? Weil der eine Galater und dann, also der eine schreibt an die und dann der andere wieder was anderes. Ja, vielleicht ist es ein Kampf, wollen wir weiterblicken. Da heißt es in Galater 2, Vers 16, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch das Gesetzeswerke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesum Christum. So glauben wir auch an Christum Jesum, auf dass wir gerecht werden durch den Glauben an Christum. Und nicht durch das Gesetzeswerke. Denn durch das Gesetzeswerke wird kein Fleisch gerecht. Schon wieder. Also wieder das Gegenteil. Auch an die Römer schreibt er weiter, das Gesetz, Römer 7, Vers 12, das Gesetz ist ja heilig. Und das Gesetz ist heilig, recht und gut. Ist denn das, was gut ist, mir zum Tod geworden? Ist das jetzt, was gut ist? Also eigentlich ja doch gut, dann wieder nicht. Also ein wirkliches Durcheinander, wenn wir das Wort Gottes hören. Ehrlich gesagt sogar menschlich gesehen widersprüchig. Und ich habe heute Morgen noch ein kleines Video gesehen, wo dann die Evangelikalen sagen, das Wort Gottes, das kannst du nicht wahrnehmen, das kannst du gar nicht für voll nehmen. Weil wenn du mal hineinblickst in das Wort, dann bemerkst du, es ist ein reiner Widerspruch. Dauerhaft. Stimmt das? Stimmt das? Ist das Wort Gottes nicht vollkommen oder ist es dann dementsprechend gar nicht mal Gottes Wort? Kann ja nicht dann sein. Weil Gott muss ja ein vollkommener Gott sein. Nein, das sei ferne, sagt er. Das ist wieder hier die dritte Form der Verneinung, die er nimmt. Er sagt, diese höchste Verneinung, denk gar nicht erst darüber nach, als würde das Gebot schlecht sein. Weiter heißt es dann, Vers 13, ich habe das jetzt mal, ich lese es mal, in der anderen Übersetzung, da heißt es zum Beispiel, kann aber etwas, das gut ist, meinen Tod bewirkt haben? Nein, ganz und gar nicht. Ne, hier bis hierhin sind wir ja. Es war die Sünde, aber gerade dadurch, dass die Sünde das Gute benutzte, um mir den Tod zu bringen, hat sie sich als Sünde entlarvt. Erst durch das Gebot ist sie in ihrer ganzen Abscheulichkeit sichtbar geworden. Das sind doch herrliche Worte, ne? Da erkennen wir, wozu sind denn die 10 Gebote gut? Damit die Sünde in völliger Abscheulichkeit sichtbar werde. Damit wir erkennen, wie ekelhaft das doch ist, was aus mir heraus entsteht. Da ist nichts mehr, was den Herrn loben will. Und so müssen wir kurz gucken, wie kommen wir denn auf das, was Johannes geschrieben hat, dass er sagt, wer mich liebt und nicht als Lügner befunden oder erfunden, erkannt werden will, der muss meine Gebote halten. Also, das Gesetz ist durcheinander, es ist gut, das Gesetz zu halten, beweist erst die Liebe, aber dass es niemand halten kann, ist offenbar und dadurch kann auch keiner gerecht werden, da wir es ja nicht halten können. Das sind so diese Verse, die wir jetzt aufgenommen haben. Das ist das, was wir gerade erkannt haben, aber wir wollen jetzt zusammen forschen, wie kommen wir denn dahin. Aber zusammen wollte ich mit euch noch einmal kurz durchgehen, damit wir wirklich nochmal entlarvt werden. Damit die Sünde, die in dir ist,
wirklich abscheulich wird, dass du erkennst, dass du keins dieser Gebote halten kannst. Das erste Gebot sahen wir, da heißt es, dass wir keine anderen Götter neben ihn haben sollen, als nur ihn selber. Ich bin dein Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also nichts, gar nichts. Nicht nur, dass du irgendwas anderes dahinstellst, wie dann die Israeliten getan haben. Ein Kalb oder haben einen Baal gefertigt oder haben Schnitzereien gemacht und haben sie angebetet. Das ist nicht hier gemeint. Das ist nicht grob gemeint. Also ich meine, das ist ein Teil davon. Aber es ging davon, dass dieses Wort abfällt von dem Wort Idolom, was heißt, eine Fantasie zu haben. Sich etwas vorzustellen, irgendwie zu schauen und in irgendetwas zu finden. Und das, was wir anbeten, ist dann, also das, was vor uns ist, was höher ist als Gott, das beten wir an. Etwas, was wir wertvoller schätzen als ihn, das ist dann das, was wir als Fantasie denken, dass das uns erfüllt. Dass es uns etwas bringt. Und so merken wir, okay, das Erste habe ich schon mal nicht, habe ich nicht gehalten. Das schaffe ich nicht. Denn wenn mir das irgendwie ja, weggenommen wird, möchte hier mal ein lustiges, kleines Beispiel mit reinbringen, aber dennoch ein trauriges Beispiel. Es gab mal einen Mann, der hat gesagt, ja, ich nehme mal alles weg. Ich entferne mich aus der Gemeinschaft, ne? Ich gehe nach Hause und ich werde auch all so diese großen Sachen, was man so als Anbetung, als Götzendienst nehmen könnte oder als Götter, ne? Entferne ich aus meinem Leben. Und somit kann ich diesem Gebot nicht mehr missachten. Ich kann das nicht verfehlen. Ich bin darin rein und bleibt so auf seinem Sofa sitzen. Die Frage ist, was würde passieren, wenn wir ihn sein Sofa wegnehmen? Was würde passieren? Diese Person würde auf jeden Fall ein bisschen ausrasten. Sie würde lauter werden. Mein Sofa, das muss ich doch behalten. Da sehen wir, okay, selbst das Sofa kann schon ein Götzen sein. Das zweite Gebot zeigte uns, dass wir sollen kein Bildnis oder ein Gleichnis machen von dem. Ein Gleichnis oder ein Bildnis zu machen von Gott zeigt uns nicht irgendwie, dass wir etwas auf dem Papier aufmalen, sondern dass wir eine Vorstellung haben, dass wir sagen, Gott ist so. Wir haben tief darin eingeblickt, wir haben geschaut und gemerkt, dass selbst wenn ich sage, ich muss morgens zum Beispiel Bibel lesen, und wenn ich das nicht getan habe, dann bestraft mich Gott, dass wir das schon als Bild gemacht haben, dass wir uns Gott so vorgestellt haben. Wir kennen unseren Missionaren, der jetzt zurückgekommen ist nach Deutschland und auch er hat dieses deutlichst dargestellt. Er sagte, die Brüder sind alle zu mir gekommen und haben mich getröstet mit den schönen Psalmen, dass dir das niemals widerfahren wird, dass deine Frau stirbt. Niemals. Das würde Gott nicht machen, weil du bist so ein guter Mensch. Da starb seine Frau. Das hat ihn tief geschlagen. Das hat ihn tief in Depression fallen lassen. Bis er erkannte, dass er sich ein Bild von Gott gemacht hat. Dass Gott so ist und Gott sowas niemals machen würde. Und da merkte er verfehlte und zwar kläglich an diesem Gebot. Das dritte Gebot gibt uns eine Warnung dazu, seinen Namen nicht zu missbrauchen. Oh, wie oft kommt das denn rüber? Gott sei Dank. Ja, das ist ein schönes Sprichwort. Und ich hoffe, dass wir es auch gut nutzen. Aber es gibt auch andere Wörter, die wir dann nutzen, wo wir seinen Namen missbrauchen. Oder wo wir meinen, mit unserem Leben einen Dienst für den Herrn zu tun, aber sein Name dadurch verunehrt wird.
wie wir es getan haben. Ich finde zum Beispiel einen sehr, sehr schweren Punkt. Ich merke es immer wieder. Ich habe an meinem Auto da etwas rangeklebt. Da steht ganz groß Jesus drauf. Und dann auf Englisch ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So. Jeder, der hinter mir jetzt fährt, sieht, dass in diesem Auto einer drinne ist, der Jesus anbetet. Der Jesus als den einzigen Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben sieht. Jeder sieht das. Halte ich mich an die Straßenverkehrsordnungen? Tue ich das alles genau so, wie es da sein soll? Und schon habe ich den Namen Gottes missbraucht und das Gebot verunehrt. Gott verunehrt. Das vierte Gebot weist uns auf, dass wir den Sabbattag, den Gott geschaffen hat, dass wir ihn ehren sollen, dass wir ihn heiligen sollen. Denn 6 Tage sollen wir arbeiten. 6 Tage, nicht vergessen, wir sollen 6 Tage arbeiten. Und den 7. Tag, da sollen wir ruhen. Und wir haben auch erkannt, was denn eigentlich an diesem Tag getan werden soll. Nämlich, dass unser Körper runterfahren kann und dass wir an den Herrn gedenken. Aber ich kenne es viel, dass viele, und ich mache es auch, oder bin auch oft davon überwältigt, dass man diesen Tag einfach nutzt, um einfach sich abzuschalten, selber abzuschalten, komplett weg vom Worte Gottes. Morgens geht man zum Gottesdienst, aber nachmittags bitte nicht davon so viel reden. Ruhe, am besten viel schlafen, Fernseher anschalten oder irgendwo hinfahren und irgendwas anderes tun, wo man nichts mit Gott zu tun haben will, damit man runterfahren kann. Gut, diese Aussage habe ich auch oft gehört, wenn man andersherum denkt, nämlich, dass man abschalten will von der ganzen Situation, in der wir hier leben, von der ganzen Politik, die auf einen aufgeht. Klar, verstehe ich, aber Gott hat dieses Gebot gegeben, damit es dir gut geht. Das 5. Gebot sagt, Vater und Mutter sollst du ehren. Das hat sogar eine Verheißung, dass du lange lebst. Könnte man fast schon sagen, wenn wir sehen, wer alt ist, zum Beispiel unsere Maria, dann ist es wahrscheinlich, sie hat ihre Eltern viel geehrt. Ne? Naja, ich weiß nicht. Hier steht es auf jeden Fall, das können wir so annehmen. Aber wie oft missachten wir denn das? Oder wie oft haben wir eigentlich missachtet? Ich sehe es an meinem Sohn. Und jedes Mal, wenn er es missachtet, was die Gebote oder was das ist, was wir unseren Sohn weitergeben, immer wieder, wenn er es missachtet, dann hat er ein Pflaster mehr am Körper. Daran könnt ihr es ungefähr sehen, wenn er wieder was nicht gemacht hat. Und das ist ja nicht böse gemeint, aber wir sollen sie ehren. Wir sollen ihnen die Ehre erweisen für das, was sie uns gegenüber tun und merken, dass die Eltern haben nichts Böses im Sinn. Im 6. Gebot schauten wir uns an, was Töten ist. Und Töten, den können wir schon im Gedanken haben. Und Töten kann im Gedanken schon sofort so eingreifen, dass wenn wir ein anderes Gebot übertreten. Wenn wir zum Beispiel wie David, das haben wir ja schon einmal gesehen, das haben wir angesprochen, dass wir geschaut haben auf die Bathseba, die da unten sich badete. Und daraus entstand Mord. Aber nicht nur das, Gott sagt, selbst wenn du in deinen Gedanken schon das tust, wenn du den anderen am liebsten wünschtest, dass er nicht da ist, dann ist das Mord. Und wie oft haben wir das schon gehabt? Das 7. Gebot, da sprach Gott, du sollst nicht Ehe brechen. Aber auch hier sehen wir, dass er auch dieses verschärft und sagt, du sollst nicht Ehe brechen, ist schon in deinen Gedanken wieder getan. Deine Gedanken sind die, die es ausstrecken oder aus denen es herauswächst, von wo es kommt. Allein nur, wenn du geschaut hast, eine Frau zu begehren, dann hast du Ehe gebrochen mit ihr. Aber nicht nur das, sondern wir haben sogar gesehen, dass wenn wir einander streiten,
wirklich streiten, nicht Diskussionen. Diskussionen gibt es immer, weil wir haben ja Meinungen. Aber wenn wir streiten, dann ist es der Neid und der Hass in uns, der uns dazu verlangt oder der uns dazu bewegt, was wiederum Mord ist, aber gleichzeitig Ehebruch mit Gott, weil wir die Welt mehr lieben als ihn, weil wir Gott nicht mehr lieben als die Welt. Und so bemerken wir auch hier, wir sind alle Ehebrecher. Achte Gebot sagt, du sollst nicht stehlen. Ist jemand mal zu spät gekommen zur Arbeit? Jeder. Ist jeder mal ein bisschen vielleicht früher gegangen von der Arbeit? Bestimmt auch jeder mal. Hat vielleicht in der jetzigen Generation mal bei jemand anderen den Stecker reingesteckt und sein Handy geladen? Ich denke auch, dass es sehr viele gemacht haben. Selbst zum Beispiel, wenn man den Stecker hier in die Gemeinde reinsteckt und sein Handy lädt, dann ist es Diebstahl der Gemeinde gegenüber. Man hat nicht nachgefragt. Also, auch Dieb sind wir alle. Das 9. Gebot sagt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deines Nächsten. Wir wissen, dass egal, was wir für ein Zeugnis weitergeben, das haben wir bemerkt, egal, was wir weitergeben, auch wenn es wahr ist, auch wenn diese Person es getan hat, entsteht daraus falsches Zeugnis. Stille Post, das war unser Beispiel. Stille Post. Und ja, stille Post endet also zu 99% immer falsch. So. Da kommt nicht das Gleiche raus wie am Anfang. Außer man hat ein Wort wie, kannst du mal Haus oder sowas. Aber wenn man da einen kleinen Satz reinbildet, dann kommt da was anderes raus. Und das ist super interessant. Ich finde dieses Spiel immer noch super lustig. Es ist wirklich amüsant. Und man kann da echt viel lachen. Aber es sollte uns ein Bild auch dessen sein, dass wir nicht über andere reden sollen. Überhaupt nicht. Denn dieses Gebot weist uns darauf hin und bringt uns zur Wahrheit und sagt, wir sollen die Wahrheit weitergeben. Nicht die Wahrheit über den Nächsten, sondern die Wahrheit, die einzige Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist die Wahrheit. Davon dürft ihr pausenlos reden. Also ich meine den Vers, der da ganz oben drauf steht, den wir als unseren Vers da oben haben. Davon dürft ihr pausenlos reden und ihr werdet niemals falsches Zeugnis geben. Niemals. Und das 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Und hier wollte ich ganz kurz nochmal aufgreifen. David hat durch das, dass er vielleicht, naja, wie soll man es sagen, ich weiß nicht, ob es welcher Tag auch immer das war, ich habe da nicht genauer nachgeschaut. Sagen wir mal, er hat gesagt, ich will heute mal ausruhen. Hat er ja. Aber ich will diesen 7. Tag, ich will Sabbat, ich will ausruhen, ich will nichts tun. Einfach mal nichts tun. Ich will meine Seele baumeln lassen. Kennen wir ja, ne, diesen Ausdruck. Und dadurch sah er etwas. Und durch das Sehen begehrte er. Fing an, falsch Zeugnis zu reden. Mordete. Ist ein Dieb, ein Lügner. Hat seine Eltern entehrt. Er ist ein Götzendiener, weil er Gott nicht vertraut. Alles ist zusammen in einem gekommen, nur weil er einen Moment nicht aufgepasst hat. Dieses Gebot, das 10. Gebot, du sollst das Nächste von dem Nächsten nichts begehren, leuchtet und zeigt uns, dass wir immer wieder verführt werden, dass das von dem anderen noch so schön ist. Das Gras vom Nachbarn ist grüner als mein eigenes. Daher sollen wir achtsam sein. Achtsam damit umgehen. Was denkt ihr selber? Was ist euer Empfinden, wenn ihr dieses so hört? Seid ihr ermutigt? Wir haben gerade zu viele Lieder gesungen. Ein Lied dazwischen nicht, aber der Rest war die ganze Zeit Trost und Ermutigung. Wir wollen ermutigt werden. Wir wollen gestärkt werden. Wir möchten doch
ja, etwas, das unsere Seele aufatmet. Und dann kommt der Christian daher und bringt uns wieder in diese Traurigkeit, dass die 10 Gebote uns zerstören. Ja, das tun sie wirklich. Die 10 Gebote zeigen uns deutlichst, dass wir verfehlen. Dass wir völlig und ganz verfehlen an das, was Gott als Maßstab dir und mir gegeben hat. Die Israeliten sogar, sie beschlossen, sich jetzt aus diesem Grund, weil sie das hörten, sich abzukapseln von Gott und nur noch Mose reden zu lassen. Ich bitte euch, tut es nicht. Lasst nicht nur die Prediger reden, die hier vorne stehen. Kapselt euch nicht ab von Gott. Wir können es einmal kurz zusammen lesen. 2. Mose 20, das ist, als die Gebote zu Ende waren, da sehen wir, was dann passiert ist. Ab Vers 18, da heißt es: Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und dem Blitzen und dem Ton der Posaunen und dem Rauch des Berges. Das ist das, was da geschehen ist. Eine Erschütterung, 2 Kapitel vorher, eine Erschütterung dieses Berges. Alles bebte. Stellt euch mal vor, ihr würdet da jetzt sein. Aus dem Nichts kommt das alles. Alles ist da und umgibt euch, wo ihr wirklich, ich weiß nicht, also ich kenne Leute, wenn das donnert und blitzt, dass sie Angst bekommen. Ich sehe da Gottes Gewalt drin. Aber auch wenn es viel zu sehr donnert und blitzt, da schrecke ich auch zusammen. Kennt ihr bestimmt, wenn es immer donnert und das ganze Haus anfängt zu beben, das zittert. Da kriegt man Furcht vor den Herrn. Ja, und als das geschah, als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden. Wir können sonst sterben. Wir können sonst sterben. Ja, und ihr werdet alle sterben, wenn ihr versucht, durch seine Gebote gerecht zu werden. Und ihr werdet nicht ins Himmelreich einkommen. Aber das sagt er hier nicht. Das möchte er auch nicht weitergeben. Das ist nicht sein Ziel gewesen. Sondern Mose sagt selber: Mose aber sprach zum Volk, Vers 20, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen oder euch zu prüfen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. Er hat es gemacht, damit du erkennst, dass du ihn allein, diesen großen Gott, fürchtest. Dass du ein Schrecken vor ihm hast. Dass du zitterst vor seiner Macht. Seine Macht soll hoch erhoben werden. Sie soll ein Begleiter sein. Aber auch im Alten Testament sehen wir hieraus, auch im Alten Testament ging das oder war das Prinzip der Errettung einzig und allein Gnade. Kein einziges Lamm, was geschlachtet wurde, konnte eine Sünde zudecken. Es hat immer darauf hingedeutet, dass es ein Lamm geben wird, welches für alle Sünden der Welt sterben wird. Das ist Trost, das ist Herrlichkeit, das ist Ermutigung. Er hat uns das gegeben, damit wir nicht mehr sündigen. Den gleichen Wortschatz oder ich meine, den gleichen Wortsatz, den er hier benennt in 2. Mose 20:20. Genau den gleichen hat Johannes auch genommen. Genau diesen. Und dann fortlaufend die anderen Verse, die ich euch schon vorgelesen habe. Da sagt er in Johannes 2, Vers 1, meine Kinder,
Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Damit ihr nicht sündigt. Aber vorher, ein Kapitel vorher, das Ganze, zeigt er die Gnade. Die freudige Gnade, die wir im Herrn haben, wenn du dich selber als einen Sünder darstellst, dich als einen Sünder erkennst, dass in dir die in dir wohnende Sünde immer wieder arbeitet, die du aber möchtest zerstören, die durch deinen neuen Leib, der nicht mehr sündigt, der Neue kann nicht sündigen, denn das ist Geist Gottes. Der Geist Gottes kann nicht sündigen. Das wird niemals funktionieren. Und diesen hast du bekommen. Du hast Gnade empfangen. Das ist Trost. Du hast Gnade empfangen, obwohl du es nicht verdient hast. Und weil du es nicht kannst, ist es besser, dass du die Gnade annimmst. Versuch es nicht von dir aus, sondern nimm die Gnade an und zittere vor den Herrn. Zittere und erkenne, wie Salomo es selber auch sagt, dass du forschst und schaust und er wird in dir das vollbringen. Arthur ist auch davon drauf eingegangen. Er bewirkt das Wollen. Und das Vollbringen, er bewirkt es, weil er hat dich als Kind angenommen. Und er wird dich züchtigen, lesen wir in Hebräer 12. Er wird es tun und er wird an dir arbeiten. Und er wird immer wieder den Blick darauf wenden. Aber du darfst für dein Leben schon mal wahrhaben, die 10 Gebote, sie sind der Maßstab, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind. Und dass wir sündigen, wenn wir sündigen, soll euch wieder dahin bringen zu sagen, Herr, du hast recht. Es bestätigt nur, dass er sagt, dass du ein Sünder bist. Aber es soll uns dann nicht, und hier bitte vorsichtig, weil ich das so gesagt habe, sagt nicht, okay, dann lass uns sündigen. Nein, das soll nicht euer Gottesdienst sein, zu sündigen, um die Gnade größer machen zu wollen. Das geht nicht. Weil wir wollen doch nicht mehr sündigen. Wir wurden doch nun entlarvt vom Geiste, dass das, was du tust, dir schlecht tut, dass es nicht gut ist. Dir geht es schlecht dadurch. Und deswegen darfst du sagen, Herr, hilf mir. Wirke durch deinen Geist in mir. Und er will es tun, er wird die Weisheit geben und möchte durch dich Frucht des Geistes erbringen. Und dein Leben wird ein viel schöneres Leben sein, weil du erkennst, er ist zu fürchten, er gibt die Gnade, aber ich darf sie haben. Und ich darf nun mein Leben zu seiner Ehre leben. Und ich darf Heiligung haben. Ich darf sie haben. Das ist ein Privileg. Schöner geht es nicht. Ich schaue meine Arbeitskollegen an und wenn sie miteinander streiten und dann hinterrücks weiter streiten und dann noch weiter streiten, dann merke ich, wie es ihnen immer weiter kaputt geht. Ihnen geht es schlecht, statt dass sie das ablegen. Aber sie können es nicht ablegen. Ich weine mit ihnen, weil sie es nicht können. Du als Mensch schaffst es nicht, du brauchst den Geist Gottes. Hast du den Geist Gottes, kannst du es ablegen. Also leg es ab, wenn du den Geist Gottes hast. Und du wirst ein erfüllendes, ein schönes Leben haben. Ich möchte euch gerne 2 Hausaufgaben mitgeben. Lest gerne Sprüche 2 und lest Hebräer 12. Und ihr bemerkt, wo auch diese Beispiele noch genommen sind. Gerade mit dem Berg Sinai in Hebräer 12, wo er das parallel nebeneinander stellt. Und euch aufzeigt, vor welchem Berg wir nun stehen und dass die Furcht, die wir vor dem Herrn haben dürfen, damit wir erkennen, wer wir sind, ja, diese mündet in der Freude, im Trost, in der Gnade, die er uns erwiesen hat, welche uns
zur Heiligung bringt. Amen. Stehen wir auf und ich gebe Raum zum Gebet.